Hallihallo meine lieben Mamas und Papas, Papas und Mamas und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, meine Lieben. Heute möchte ich euch einmal vorstellen, es geht jetzt langsam in das Alter, wo man sich auch mal über das Thema Konsolen Gedanken machen sollte, beziehungsweise wo es irgendwie auch langsam von den Kindern kommt, hey, ich hätte gern mal irgendwas. Aus dem Kindergarten oder aus der Schule, irgendwer hat immer sowas und irgendwo kommt man dann immer auf den Punkt, wo man sagt, okay, was ist die richtige Konsole für mein Kind, was sind die richtigen Spiele für mein Kind? Und was muss ich beim Kauf beachten, meine Lieben? Und ja, da habe ich mir jetzt auch langsam ein paar Gedanken gemacht und dachte, da starte ich mal eine neue Serie auf meinem Kanal. Unter dieser Rubrik werden jetzt in den ersten Videos ein paar Vorstellungen kommen zur Nintendo Switch. Und danach werde ich mir verschiedene Spiele, die altersgerecht sind, angucken und euch auch vielleicht ein paar Tipps und Tricks geben, wo ihr darauf achten solltet beim Kauf oder auch beim Spielen selber. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch ankommt. Heute starten wir mit dem Vergleich zwischen der Switch Lite und der normalen Nintendo Switch. Meine Lieben, wir fangen einfach mal direkt an. Es gibt ja aktuell zwei Modelle. Kurz vorweg, warum habe ich mich für die Switch entschieden? Die als erstes vorzustellen, es gibt ja als Alternative noch zum Beispiel PlayStation oder Xbox. Ich persönlich finde, dass aktuell die Switch die Allround-Konsole für Familie ist. Das heißt, hier findet wirklich meiner Meinung nach die meisten Leute etwas, was eingefällt. Und hier sind auch meiner Meinung nach die meisten kindesgerechten Spiele für kleinere Kinder drauf. Es ist nur meine Meinung, das kann jeder sehen, wie er will. Darum habe ich mich halt für die Switch entschieden. Euch möchte ich heute kurz vorstellen, wo ist der Unterschied zwischen Switch Lite und normalen Switch und worauf solltet ihr vielleicht achten oder was solltet ihr bedenken, wenn ihr eine Switch kauft. Die längere der beiden ist die normale Switch, die jetzt auf dem Markt ist. Ja, die Switch Lite kam dann einfach mal dazu. Bei der Switch Lite, relativ einfach, fangen wir mal kurz damit an. Es ist eine Konsole im Ganzen. Früher vielleicht für die Eltern unter euch mit dem Gameboy, den haben wir nur so rumgehalten. Jetzt halten wir sie quer. Controller-Buttons sind rechts und links. In der Mitte ist ein 5,5 Zoll Display. Hier oben habt ihr den Einschub für die die Spielkarten. Auf der Rückseite habt ihr den Anschluss USB-C zum Laden. Das Ladekabel ist auch mit dabei. Es gab ja mal früher Konsolen bei Nintendo, wo man das Ladekabel extra kaufen muss. Ich glaube, es war der 3DS XL. Mittlerweile ist das Ladekabel wieder dabei. Ihr habt hier oben noch einen Kopfhöreranschluss. Ihr habt laut und leiser, wenn ihr ohne Kopfhörer spielen wollt. Und ihr habt an und aus. Ansonsten ist das an sich eine feste Konsole. Ihr könnt nichts abziehen, nichts dranstecken, nichts weiter machen. Was ist noch wichtig zu wissen zu der Konsole? Natürlich gibt es für jede Konsole eine Hülle. Macht vielleicht Sinn, gerade weil das Gerät ja hauptsächlich dafür gedacht ist, wenn ihr es mit unterwegs benutzen wollt oder viel benutzen wollt, wo vielleicht auch kein Fernseher in der Nähe ist. Das ist hierbei zu bedenken, denn dieses Gerät, das sage ich schon mal kurz vorweg, lässt sich nicht an den Fernseher anschließen. Es ist einen kleinen Tucken kleiner als die normale Switch. Ich nenne die einfach mal die normale und das ist die Lite, damit das ein bisschen besser ist. Sie ist einen Tucken kleiner, 6,2 Zoll, 5,5 Zoll Display und sie ist im ein Stück im Ganzen. Warum ich das so betone, zeige ich euch jetzt. Bei der normalen Switch könnt ihr die Controller abziehen. Jetzt habt ihr quasi ein einständiges Display. Ihr habt hier hinten nochmal so einen kleinen Pnöpel, den könnt ihr rausziehen. Dann steht das Display auch von alleine. Ich stelle es mal ein bisschen weiter zurück. Und jetzt das Schöne, falls ihr vielleicht zwei Kinder habt, ihr habt jetzt gleich zwei Controller, denn ihr könnt jeden dieser beiden Controller zwar im Ganzen als ein Controller nutzen, aber wenn ihr sie auseinanderzieht, sind sie zwei einzelne Controller. Das heißt, ihr habt so schon, ohne was mehr zu kaufen, zwei Controller und könnt zwei Kinder damit abfrühstücken. Im Gegensatz zu der Lite, hier ist alles fest. Das ist ein Gerät. Hier kann immer nur einer mitspielen. Wollt ihr zu zweit spielen, braucht jeder eine Switch Lite. Ansonsten gucken wir uns das Gerät nochmal direkt an. Auch hier könnt ihr natürlich, wenn ihr alleine spielen wollt, wenn ihr es unterwegs benutzen wollt, fest dran machen. Und sie sind jetzt auch fest. Ihr könnt jetzt ganz normal hiermit spielen. Ihr habt auch hier wieder oben an und aus, laut und leise. Habt hier auch wieder den Kopfhörer. Sehr gut für Autofahrten etc. Und habt hier natürlich auch wieder das Modul, wo ihr die Spiele reinsteckt. Auf der Unterseite habt ihr dann auch wieder den USB-C-Anschluss, wo ihr dann laden könnt. Auch hier ist das Ladekabel mit dabei. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt, zusätzlich diese Docking Station. In dieser Docking Station, die ihr hinten aufklappen könnt, verbirgt sich ein USB-C-Anschluss, ein HDMI-Anschluss und an der Seite nochmal USB-Anschlüsse. Warum?
Ihr könnt auch einfach sagen, dass ihr das Stromkabel, was ihr an der Switch anschließt, direkt an dieser Ladestation anschließt. Zusätzlich könnt ihr sagen, ich gehe von einem HDMI-Kabel hier raus, klappe das Ganze zu, dann habe ich alle Kabel hier an der Seite raus, stecke das an meinen Fernseher, stelle das neben meinen Fernseher, nehme die Konsole, stecke sie rein und schwuppdiwupp habe ich das Bild auf meinem Fernseher und zusätzlich lädt sie auch noch gleich, weil sie auch in der Dockingstation ist. Sagt ihr dann aber, Kinder, jetzt ist mal gut am Fernseher zu spielen, rausgenommen, das Bild wechselt automatisch auf die Konsole und die Kinder können theoretisch gesehen auf der Konsole gleich weiterspielen. Finde ich sehr, sehr gut. Reingesteckt, Bild ist auf dem Fernseher, rausgezogen, ich kann es mitnehmen. Das ist meiner Meinung nach einer der besten Vorteile an der normalen Switch gegenüber der Switch Lite. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, was wollt ihr für ein Anwendungsmerkmal dafür haben. Sagt ihr, okay, jetzt vielleicht gerade nicht, aber später, wenn wir lange Urlaubfahrten haben etc., möchte ich da gerne eine kleine Konsole mitnehmen, die im Auto benutzt werden kann. Möchte ich, dass er gar nicht am Fernseher spielt oder sie, sondern nur mal, wenn ich das gucke, unter Aufsicht in der Küche oder im Zimmer für kurze Zeit. Dann ist natürlich die Lite vielleicht die bessere Alternative. Was man allerdings dazu sagen muss, nur weil sie kleiner ist, hat sie nicht eine längere Akkulaufzeit. Die Lite ist bis zu 7 Stunden Akkulaufzeit angegeben und die große Switch ist sogar bis 9,5 Stunden, da geht mich jetzt nicht ganz drauf fest, aber auf jeden Fall bis 9 Stunden angegeben. Also eigentlich, selbst da ist die Sache, das Ding hält länger im Akkubetrieb. Und wie gesagt, größeres Display. Beide Konsolen lassen sich natürlich über WLAN einbinden. Beide Konsolen haben von Nintendo einen angebundenen Shop, worüber ihr dann noch zusätzlich kaufen könnt. Spiele zum Download etc. Das ist dann auch wieder so wie bei Xbox oder PlayStation. Also ihr habt immer diese Shops, wo ihr direkt auch die Spiele erwerben könnt, wenn ihr nicht diese Karten haben wollt. Bitte beachtet da einfach, entweder ist der Speicher voll, ihr braucht eine SD-Karte. Die SD-Karten-Slots der Konsolen befinden sich auch immer unten. Meines Wissens bis 256 GB SD-Karte ist kein Problem bei der Switch. Was sollt ihr also kaufen? Ich sag mal so, preislich. Es sind jetzt immer ungefähre Preise, weil je nach Anbieter, je nach Internetpreis variiert das ja immer. Die Konsole ohne Spiellicht meistens um die 200, 220 Euro. Mit Spiel, lass mich lügen, 239, also 240 Euro. Angebotstechnisch halt 199, aber so der reguläre Preis liegt irgendwie immer 219. Für die schöne Variante müsst ihr in der Regel um die 320 Euro auf den Tisch legen. Manchmal Angebot 209, sowas in die Richtung. Also ich sage jetzt einfach mal, wenn die beiden im Angebot sind, haben die 100 Euro Differenz. Was kriegt ihr für 100 Euro Differenz mehr bei dieser Konsole? Meiner Meinung nach. Hier habt ihr schon die Möglichkeit, A, auf dem großen Fernseher, heutzutage hat jeder einen großen Fernseher, mit der ganzen Familie mal abends eine Runde Mario Kart zum Spielen zum Beispiel. Ihr braucht da nichts extra kaufen, wenn ihr nur zu zweit spielen wollt. Ihr habt gleich schon zwei Controller mit dabei. Ein Controller einzeln oder diese Joy-Cons liegen im Schnitt irgendwie um die 70, 80 Euro, wenn ihr die danach kauft. Wenn ihr diesen Pro-Controller nachkauft, der liegt immer so um die roundabout 60 Euro. Bei der Konsole habt ihr nur die Möglichkeit, allein zu spielen oder jemand mit einer anderen Konsole kann mitspielen. Also 200 Euro Zusatzkosten im schlimmsten Fall. Für 100 Euro mehr habt ihr also schon mal gleich quasi einen zweiten Controller, ein größeres Display, längere Akkulaufzeit und die Möglichkeit, vom kleinen Bild auf den großen Fernseher zu gehen, was ihr bei der Lite nicht habt. Das sind für mich so die ausschlaggebenden Punkte, warum ich persönlich immer eher zur normalen Switch tendieren würde. Da, gerade wenn man sagt, man macht mal am Wochenende einen Familienspieleabend mit der Konsole, nicht mit dem Brettspiel. Man kann gleich schon zu zweit loslegen, man bräuchte noch einen Controller nachkaufen oder zwei, je nachdem wie viele im Haushalt sind. Hier bist du sehr auf dich allein gestellt. Dafür ist es ein bisschen leichter. Dafür ist es halt ein bisschen besser zu handeln, wenn du jetzt sagst, ich will es wirklich rein unterwegs mitnehmen. Weil immer mit so einem großen Klopper rumrennen, wenn du es wirklich sagst, ich bin viel unterwegs. Ich halte es mal nebeneinander. Also es ist schon, ne, so ungefähr, dann seht ihr, wie viel größer das ist. Ich nehme meine Hände hier weg. Es ist schon ein ganzes Stück viel größer, die normale Switch.
So, meine Lieben, jetzt, um nicht viel mehr Verwirrung hinzubringen, will ich auch gar nicht viel mehr erzählen. Das sind meiner Meinung nach die beiden Features der beiden Konsolen, wo sie sich am meisten unterscheiden. Jeder für sich da draußen kann jetzt entscheiden, welche Konsole für jemanden das Richtige ist. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen bei der Entscheidung helfen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da. Habt ihr noch Fragen zu der Konsole? Schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich versuche, sie möglichst gut zu beantworten, sofern ich sie weiß. Wie gesagt, ich werde dann in den nächsten Tagen noch ein, zwei Videos hochbringen, wo ich mir ein paar Spiele raussuche, die ich euch noch vorstellen möchte, die, wo ich weiß, dass viele Kinder die aktuell haben wollen und wo ihr Eltern vielleicht mal ein Auge drauf haben solltet, ob das alles so richtig ist, was die da so spielen oder euch erzählen. Wie gesagt, konnte ich euch helfen, lasst gerne ein Like nach oben da. Ja, das soll es auch an der Stelle gewesen sein. Wollt ihr noch ein bisschen mich auch privat verfolgen, benutzt gerne meinen Instagram-Account. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und natürlich verlinke ich euch auch die beiden Konsolen zu Nintendo, dass ihr da mal nochmal direkt auf der Nintendo-Seite alles abchecken könnt. Aber ich denke, ich habe alles Wichtige gesagt und ich habe hoffentlich euch einen kleinen Einblick gegeben, welche Konsole für welchen Anwendungsbereich und oder was euch als Eltern vielleicht auch interessiert, gerade Akkulaufzeit, Display, Gewicht oder was habe ich für Zusatzkosten, was brauche ich noch dazu. Hier kann ich schon mal starten mit zwei Kindern, hier bin ich erstmal alleine. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen bei einer Kaufentscheidung. Ich sage an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.